Servus Leute, herzlich willkommen zur ersten Folge The Journey auf meinem Kanal. Und heute spiele ich The Journey weiter, das wir im Livestream angefangen haben. Also hier bei FC Liverpool in der Premier League. Wir sind noch im Kapitel 1, ich habe jetzt noch nicht so viel gespielt. Ich gehe mal jetzt hier rein. Und ja, dann fangen wir gleich an, hätte ich gesagt. Und ja, so, erstmal schwarzer Bildschirm. Und falls ihr manchmal bei den Sequenzen irgendwie meine Kamera, also meine Webcam noch seht, es liegt daran, dass ich hier jetzt so machen muss. Also hier in OBS live aus- und einschalten muss, aber ich denke, das stört euch nicht. So, hier meine Spieleinstellungen. Wir spielen natürlich auf Profi erstmal. Falls ich zu dominieren sollte, dann natürlich stellen wir hoch auf Weltklasse. So, okay, lesen wir hier jetzt mal. Jetzt geht's wieder los für Mr. Alex Hunter. Viel Erfolg in der neuen Saison. Ja, ja, wir haben 376.000 Follower. Also nicht schlecht. Da gehen wir hier mal auf Weiter und jetzt haben wir hier mal Attribute. Ja, ich labere ein bisschen viel, aber es ist The Journey, Freunde. Es ist fucking The Journey und wir haben einen Skillpunkt. Und das ist Abschluss, das ist Übersicht. Ich hätte gesagt, wir machen mal Abschluss. Kommen wir auf, ne? 75 vielleicht? Ne, nur eine 73, schade. Aber wir nehmen das und haben sogar noch mal zwei dazu bekommen. Angeschnitten, ja, schwacher Fuß, Fuß natürlich. Und dann noch angeschnittener Schuss. So, ja, okay, hier brauchen wir nichts. Und dann schauen wir hier bei Statistiken, aber das sollte doch nicht sein, genau. Wir sind 9 Millionen wert und haben schon knapp 870.000 Euro, nee, Pfund eingenommen. Vertrag ist hier bei Liverpool, Jürgen Klopp, okay. So, aber ich laber einfach nicht lange rum und rein geht's jetzt hier in The Journey. Alles klar? Mach dir keine Sorgen. Ist wie ein Interview nach dem Spiel, nur im Sitzen und ohne Schwitzen. Wie auch immer, sitzen wirst du jedenfalls. Hey Michael. Hey. Stimmt es, dass der Club Alex einen neuen Vertrag angeboten hat? Das hat oberste Priorität, Jim. Wenn's optimal läuft, habe ich sogar eine Überraschung. Oh, gut, gut. Hauptsache, Alex macht sich keine Sorgen. Er muss sich auf die neue Saison konzentrieren. Es geht nicht nur um die neue Saison, Jim. Bei diesem Deal muss wirklich alles stimmen. Weißt du, ich wünschte, Harold hätte jemanden wie dich gehabt, ehrlich. Was wird schon, Junge? Sei einfach du selbst. Das sagt sich so leicht. Das ist Rio Ferdinand. Und du bist Alex Hunter. Alex. Hey. Thanks for coming out, man. Nett, dich kennenzulernen. No problem. Ach, das hört sich jetzt wie ein Fanboy an, aber ich habe als Kind all deine Spiele verfolgt. Du, Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo, hätte nie gedacht, dass ich mal hier sitzen würde. You trying to make me feel old? Sorry. Let's get you set up, man. Come on. Ich bin Alex Hunter und das ist Once to Watch. We go back 12 months ago without a professional contract. Then you have to go through an exit trial and find a club. Now you're an FA Cup winner. What made it happen, Alex? Okay. So, wir haben jetzt eine Auswahl und er stellt uns die Frage, was war der Grund,
Ja, das Vertrauen des Trainers. Arbeit drin, aber auch das Vertrauen des Trainers. Vor allem als junger Spieler. Das gibt einem das Selbstvertrauen, das eigene Potenzial auszuschöpfen. That's the truth. It kind of helps when you got the game in your blood. I mean, Jim Hunter, obviously a club legend. What a player. But Harold Hunter, your father, decent player too, eh? I heard that he came in after the FA Cup final. Is that true? Die erste Begegnung, seit er vor 8 Jahren in die Staaten ging. Have you seen much of him since? Ganz ehrlich, er spielt in meinem Leben keine Rolle. Meine Mom, mein Großvater, das ist meine Familie. Ehrlich gesagt möchte ich nicht über Harold reden. Well, another big part of you coming up was your old boyhood mate Gareth. Gareth Walker. A great rivalry there between the two of you now. Tell me if this is a load of rubbish, but I heard things got a little bit scrappy between you two towards the end. Is that right? Ja, wir haben schon was zusammen erlebt. Wir haben als Kinder auf der Straße Fußball gespielt. Dann sind wir zusammen ins Jugendteam, gemeinsam zu einem Profiklub. Aber es ist schwer. Alles ändert sich. Gerade zu Hause raus. Ich war 17. Auf einmal ist dein ganzes Leben anders. Du musst schnell rausfinden, wer dein Freund ist und wer nicht. Ich denke, da geht jeder auf seine eigene Weise mit um. Okay. Gas und ich haben nach dem FA Cup-Finale geredet. Wir sind beide Erwachsener geworden. Die Rivalität besteht natürlich immer noch. Schon als Kinder ging es nur darum, wer der Bessere war. Listen, so who would usually win then? Also wir könnten jetzt sehr egoistisch sein. Puh, ja. Ich hätte gesagt, kommt drauf an, wer gefragt wird. So, Alex Hunter, thanks for coming, man, and talking to us today. Good luck on a new season. Danke. Cut. So that's it, man. We're done. Well, good job, mate. Wer denkt sich denn die Fragen aus? Ziemlich heftig. Listen, we're just getting to the real stuff. That's what you want. But you did good, man. It was nice. All right? Well, good luck in a new season, man. Hey, Mann. Alter. Du auch? Ja. Ach. Uns trauen sie wohl viel zu, hä? Mr. Hunter, Mrs. Hunter? Lang nicht gesehen. Du hast mich schon lange nicht mehr Mrs. Hunter genannt. Ja. Jetzt mache ich's wieder. Ist ziemlich viel passiert. Ja, stimmt. Wir werden draußen warten, Alice. Absolute Weltklasse, Alex. Wie erwartet. Gareth, wusste nicht, dass du auch da bist. Woher auch? Seit dem Transferdesaster bist du nicht mehr mein Agent. Ja, nun, das ist ein schnelllebiges Geschäft, kennst du ja. Tja, ich muss los. Gute Arbeit heute. Danke. Ist der echt immer noch dein Agent? Klar, warum denn nicht? Für mich ist er der Beste. Das sehen nicht viele so. Was soll das heißen, bitte? Ach Mann, hör dich einfach mal richtig um. Taylor ist eine Witzfigur. Dass mein Transfer schief ging, lag größtenteils an ihm. Sorry, Gaz. You ready to go, mate? Dann geh ich mal. Schön, dich zu sehen, Mann. Alles klar? Good to see you, man. Ja, danke. Great job last season. Oh, vielen Dank. Hallo, alles klar? Okay, also. Wir haben jetzt aber so ein heftiges Interview bekommen. Also die Fragen, die waren so hart für Alex anscheinend. Also er hat so das Schwitzen angefangen anscheinend. Dann kam mir noch Gareth Walker, der alte Freund.
der Alte, jetzt ist er ja eher so ein Feind von Alex, kommt einfach her und sagt, ja, ich bin's. Und sagt auch noch zu Alex, dass Taylor, also Michael Taylor, der Agent von Alex, nicht so gut sei. Aber Alex sagt, nee, das stimmt nicht. Und ja, dann gehen wir jetzt weiter. Was meinst du, Boss? Ein Titel wäre doch nicht schlecht auf dieser Tour, oder? Lass den Quatsch, Junge. Das musst du dir verdienen, Hunter. Boah, Coutinho. Wir müssen nur Real Madrid im Halbfinale schlagen und dann Galaxy oder Bayern München im Endspiel. Kinderleicht, oder? Zeig Wasser. Willst du uns irgendwas sagen, mon ami? Lily glaubt wohl alles, was er in der Presse liest. Er meint, auch die Mondlandung wurde in einem Filmstudio gedreht. Wach endlich auf. Wenn ich mal eines Tages gehe, werdet ihr es von mir erfahren, nicht von der Presse. Gibt's schon einen Termin? So, okay. Toro, glaube ich, will jetzt anscheinend wechseln oder... Ja, die Medien sagen, dass der wechseln wird. Wir gehen jetzt mal hier rein. Aussehen ist was neu. Und zwar beim linken Arm. Was ist denn hier neu? Was könnte denn hier neu sein? Wahrscheinlich das. Aber ich möchte die Rosen behalten, weil ein bisschen farbige Tattoos schaden auf jeden Fall nicht. Nicht immer nur schwarz. Da gehen wir hier nach Los Angeles und da ist das Spiel gegen Real Madrid, Freunde. Real Madrid gegen Liverpool. Ich hätte gesagt, das spielen wir jetzt aber sowas von. Let's go. Ja, mit Hunter spielen in einem 4-3-3. Die defensive Variante, glaube ich. Oder ja, irgendwie so. Auf jeden Fall mit Can im ZDM und ja, Mané, Bernard und Henderson. Alle dabei, let's go! Und ja, let's go ins Spiel. Okay. Und ja, hier Kapitel 1, das Leben, wir haben hier, och scheiße, fuck, wir können uns keine Spezialbewegung holen, also keine 5 Sterne. Ah, gib beim Voll mindestens 10 Schüsse aufs Tor, okay, wir bekommen 10.000 Follower mehr und jetzt geht's los in die Partie. Oh, Ronaldo! Su! Alexander, right? You look good last season, kid. Danke. Have a good match. Ja, ich dir auch. Ah, Trikottausch am Ende? I will see what I can do. Alex will einfach mal einen Trikottausch mit Ronaldo und jetzt geht's rein in die Partie. Ich werde es wahrscheinlich zusammencutten und ja, let's go Real Madrid gegen Liverpool. Alexander gegen Cristiano Ronaldo. Let's go. Und Hunter mit dem 1-0. Golasso. Nice! Let's go, Freunde! 1-0 durch Hunter. Schön herausgespielt durch Henderson. Dann Coutinho mit dem Pass auf uns und wir schießen den Ball ins Tor von Navas, glaube ich, ist im Tor. Sollte eigentlich so sein. Und ja, wir sehen uns bei den Highlights wieder. Bis gleich! Oh Mann, nee, und der Elfer ist auch noch am Start, Marcelo.
haut im 16er Manet um. Vielleicht, Manet schießt selber. Manet mit dem Elfer. Let's go. Nice. Sadio Mané mit dem 2:0. Let's go, Freunde. Also, wir führen 2:0. Im ersten Spiel für Liverpool, glaube ich sogar. Ja, trocken verwandelt, sage ich hier. Eiskalt, links. Ja, in dem Winkel kann man jetzt auch nicht sagen, aber jetzt geht's weiter mit den Highlights. Okay, es ist Halbzeit, Freunde. Wir führen zur Halbzeit 2:0. Let's go, Freunde, mit der zweiten Halbzeit. Und Bernat mit dem 3:0, Freunde. Richtig geil herausgespielt von Manet. Und ich muss sagen, ich kommentiere irgendwie viel zu wenig. Aber das liegt halt auch am Schnitt, weil ich möchte nicht so viel Arbeit reinstecken, weil ich einfach nicht so viel Zeit habe. Beziehungsweise eigentlich möchte ich schon viel Zeit reinstecken, aber ja, ich habe halt die Zeit nicht. Und deswegen muss ich immer still sein, wenn nichts Spannendes passiert. Aber jetzt mal Manet wieder zu Hunter. Aber Varane fängt den Ball ab, Milner bei uns auch. Falls es wen interessiert, ich habe mit Hunter jetzt eine 8,3. Und, ja, Cristiano Ronaldo, was mache ich hier, alter Mann? Jetzt habe ich nur noch eine 8,1, weil ich so dumm war und mit nach hinten gerannt bin, obwohl ich Stürmer bin. Und jetzt Casemiro und Benzema, aber naja, kein gutes Spiel bisher eigentlich von Real, kann man schon sagen. Also bisher glaube ich sogar bisher nur eine Torschance. Oh, ja, wir haben ihn nochmal. Hunter. Das war dumm. Und Carvajal verliert den Ball. Jetzt Schussfinte. Ja, ja, ja. Mané. Tolle Vorlage. Let's go, Freunde. 9,2. Let's go. Nice, 4:0, glaube ich, steht's. Oh, Alter, geiler Pass hier von Mané. Nee, natürlich von uns, von Alexander. Und dann muss Mané nur noch einschieben. Let's go, Freunde. Und Mohamed Salah kommt rein für Philipp Coutinho. Alter, der sieht ja voll geil aus. Oh, voll geil. Und es steht 4:0. Yes, Leute. Let's go. Mann, jetzt auf Hunter. Und Hunter, wir haben noch die 5 Sterne Weakfoot. Aber anscheinend nichts gebracht in dieser Situation. Und ich denke, dass ich wirklich auf Weltklasse hochschrauben soll. 4:0 gegen Real Madrid, Leute. Also das ist schon richtig krass. Emre Can geht runter, genauso wie Benzema bei Real. Lallana kommt für Can. Und bei Real weiß ich es gerade nicht. Ich glaube Isco. Nee, De Thomas kommt rein für Benzema. Aber ich denke, das interessiert euch nicht, sondern eher Tore oder Chancen. Auch wenn Chancen eigentlich bei uns meistens Tore sind. Hoffe ich. Ich hoffe mal, dass wir bald bald Chancen tot sind. Das wäre nämlich nicht so geil. Ronaldo auf Isco, aber wir haben jetzt den Ball. Gespielt von Henderson. Hunter auf Mané wieder zu Hunter. Alter, was war das für ein Pass? Oh, Bale und ja, einer der einzigen Chancen bisher für Real in dieser Partie. Und dann war es auch mit der Partie schon und wir gewinnen 4:0. 4:0 gegen Real Madrid. Was passiert jetzt? Cristiano Ronaldo geht auf Hunter zu oder Hunter auf ihn. Und jetzt sehen wir den Trikottausch. Das wäre natürlich auch geil. Ja. Und?
Es war mir eigentlich so klar, dass sie zu faul war, sowas rein zu programmieren. Ey, es war eigentlich zu 100% klar. Aber was geht jetzt ab? Vielleicht passiert noch was oder kommen wir zurück zum Menü? Sieht so aus? Nee. Gut gespielt. Hey, you're really starting to make a name for yourself. Maybe you should come play for Real. Alter, könnt ihr euch mich leisten oder so? Wir machen einfach mal, das bedeutet mir sehr viel. Es ist eine Ehre, dass du das sagst. Ronaldo knows a good player when he sees one. Okay, so, das war's. Wir haben eine 9,1 93 Minuten gespielt. Start 11 Bonus 2. 1400 Pfund. 400 Pfund gibt's noch drauf. Und Marktwert erhöht sich um 275.000 Pfund. Ja, Follower haben wir jetzt 380.000, glaube ich. Genau so. 72, geht aber nicht höher. Wir überspringen das Ganze einfach mal. Skillpunkte beide dazu bekommen. Und passiert noch eine Sequenz? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Nee, wir sind hier im Hotel. Let's go. Let's fucking go. Ja, und hier sehen wir eigentlich nichts Neues. Und wir haben ein Training. Wir haben ein Training bei Liverpool. Und was passiert hier? Das ist LA. Okay. Und jetzt kommt eine Abstimmung. Soll ich das Training zeigen? Soll ich es simulieren? Oder soll ich es euch einfach nicht zeigen, aber selbst spielen? Ich spiele es heute mal selber. Ja, okay. So, ich spiele es heute mal selber und zeige es euch. Gegen den Torwart. Oh Gott, da bin ich so schlecht wahrscheinlich. Okay, so. Let's go. Hunter gegen Minolé, glaube ich. Komm jetzt erstmal hier und dann Hunter. Einer noch und der geht jetzt in den Winkel. Ja, kann man in den Winkel nennen. 7987 Punkte. Exzellent. Let's go. Geiles Training. Startelf sollte immer noch da sein. Let's go. Jawohl. Überall in beiden Trainingseinheiten eine A. Oh, danke. Danke, danke, oh, danke, danke. Danke, Butler, danke, danke, vielen Dank. So, okay. Puh. So, wir haben 390.000 Follower, what? Und 73 Gesamtstärke, nice. So, okay, let's go LA Galaxy. Ist am Start, okay. Was passiert jetzt? Einige von euch wissen das vielleicht nicht, aber Galaxy gehört zu den Top-Teams in der MLS. Die kämpfen, die sind diszipliniert und die bestrafen jeden Fehler. Jungs, ihr habt Real richtig gezeigt, wo der Hammer hängt. Das ist ein richtig guter Start in die Saison. Heute will ich noch mehr Einsatz. Noch mehr Intensität. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich habe keine Lust auf eine Silbermedaille. Komm schon! Okay, also spielen jetzt gegen LA Galaxy. Mit Hunter natürlich. Ich lasse jetzt einfach mal für diese Folge lasse ich es noch auf Profi. Wir können ja mal schauen. Ich mache auch noch eine Abstimmung für die Schwierigkeit. Und jetzt geht's los in die Partie. 390.000. 100 Follower. So, let's go. Yeah. Mr. Alexander. Jetzt gegen LA Galaxy.
Ready to learn about MLS, Big Shot? So, was machen wir? Was denn machen wir einfach mal? Was zum Beispiel? You'll find out. Okay, so, da sind wir auch schon im StubHub Center. Let's go, Freunde, mit dieser Partie. Oh, Hunter jetzt mal. Hunter wird gefoult und das gibt den Elfer. Das gibt den Elfer von... Ah, habe ich jetzt nicht gesehen. Und es gibt auch noch die Gelbe für Arnhold. Hat uns anscheinend hier gefoult. Mané schießt wieder hoffentlich. Schießt er ihm wieder rein. Come on, Mané. Ey, Mané. Mané, alter Mann. Mané will hier wieder einfach mal auf bester Spieler machen. Und da macht er den Elfer nicht rein. So, aber wir dürfen nicht aufgeben. Es ist nur ein Elfer gewesen. Und Hunter jetzt vielleicht noch mit der Möglichkeit. Ne, wird aber nichts mehr draus. Oh, ja, Mané mit der Flanke und... Hunter! Hey, wieso? Guter Versuch auf eine 6,7. Ich war doch gerade auf einer 6,9, aber... Okay. Mann, ey, den habe ich schon drin gesehen, Mann, Alter. So behindert. Wir haben jetzt auch noch eine gelbe Karte, also wir müssen vorsichtig sein, Freunde. Also jetzt auf jeden Fall kein unnötiges Foul mehr riskieren. Und, ja, LA Galaxy probiert's hier nochmal, bekommt eine Ecke, nein, Abstoß gibt's. So, Alter, und gerade muss ich ganz ehrlich sein, also EA, so behindert kann man doch nicht sein. Wieso bekommt man Minus bei der Bewertung, wenn man den Pass fordert, aber der den 10 Meter vorbei passt, und da bekommt man schlechte Passansage. Dann soll der dann halt auch zu dir spielen. Also EA, bitte verbessert das. Aber jetzt müssen wir einfach mal hier ein Zeichen setzen, dass wir hier torgefährlich sind und einfach mal das 1:0 erzielen. Das wäre wichtig. Und jetzt soll das auch hier in der zweiten Halbzeit passieren. Hunter, Hunter, let's go! Eine halbe Minute, nachdem ich gesagt habe, wir sollten jetzt mal hier ein Tor schießen. Und da ist es, Leute. Da ist es. Das 1:0. Schön herausgespielt hier von Liverpool. Und wir mit dem schwachen Linken hauen den Ball rein. Zum Glück ist Coutinho noch weggesprungen, weil sonst hätten wir ihn angeschossen. Aber let's go jetzt, Freunde. Let's go mit der Partie weiter jetzt. Nach 50 Minuten steht sie 1:0. So, Hunter, Hunter. Nein, nein, ja doch. Hunter, Hunter auf Lalana, Lalana. Tolle Vorlage. Gibt uns hier der Trainer noch. Zur Bewertung. Oh mein Gott. Wer war das? Da läuft hier einfach mal Lena um, Alter. Aber wie? Und der war auch noch durch, Alter. Der war durch, Digga. Let's go. 2:0. Und jetzt sollte so langsam hier das Ding klar sein. Aber vielleicht kommt LA Galaxy jetzt nochmal zurück. Aber da brauchen sie eigentlich schon mal ein Wunder. Vor allem, wenn Alexander hier sowas macht. Ah, vielleicht haben wir den Ball noch. Wir haben ihn auch noch. Coutinho liegt zurück. Ja, Hunter, Hunter. Komm, ja, ja, Hunter, Hunter. Mann, schieß doch, Mann. Alter, nicht mal schießen kann der jetzt. Hunter, Hunter. Ja, Mann. Oh, Coutinho jetzt. Coutinho, was macht der? Auf Lallana. Wir spielen auf Henderson. Let's go, Freunde. 3:0 und das
ist die Entscheidung. Das muss sie einfach sein. Das muss die Entscheidung sein. LA Galaxy wird hier bestimmt keine 3 Tore mehr schießen. Gegen uns, vor allem wenn wir hier mit Alexander einfach so gut vorne spielen. Schon 2 Vorlagen in dieser Partie und auch 1 Tor. Hunter! Und Mohamed Salah mit dem Abstauber. Let's go, Freunde. Also es steht jetzt hier 4-0, Alter. 4-0, wie krass. Und wir jubeln einfach mal mit den Fans, Freunde. 4-0, also ich denke, wir sollten wirklich hier auf Weltklasse hochschrauben. Weil das ist schon ein bisschen zu leicht, muss man sagen, wie man hier Tore schießen kann. Oh mein Gott. Ich bin hier eiskalt am Ball vorbeigelaufen. Ich nehme euch jetzt hier noch die letzten Minuten mit. Und zeige euch mal hier, wie ich das mache. Aber das war's schon. Wir haben gewonnen. Freunde, und anscheinend haben wir auch schon den Cup gewonnen. Hier der Trainer von LA Galaxy. Ja, Hunter, jetzt. Haben wir jetzt den Pokal wirklich gewonnen? Ja, da ist er. Da ist er, der Cup, des Vorbereitungscup. Der Vorbereitungstour natürlich. Und wer ist Kapitän? Ich glaube, Milner sollte es sein. Milner ist Kapitän, glaube ich. Und wer ist es? Nee, Henderson natürlich. Oh mein Gott, Feld des Jahrhunderts. Und 3, 2, 1. Ja, Mann! Let's go! Bam, Alter! Let's fucking go! Also, Freunde, das war's jetzt hier von der Vorbereitungstour anscheinend. Es geht hier zurück jetzt ins Menü. Mal schauen, ob noch eine Sequenz kommt. Ja, hier noch Spielbelohnungen. Nochmal eine 9,2 hatten wir vorhin, glaube ich, auch. 73 Gesamtwertung immer noch. Und ja. Alter, sieht das Stadion geil aus. Ich dachte, du wolltest mich anrufen. Oh mein Gott, sein Vater. Was? Bist du ein Fan oder was? Du hast mehr von mir, als du denkst. Kann schon sein. Ich kenne dich nicht genug. Ja. Das stimmt. Du warst gut heute. Sah klasse aus. Ja, Saisonvorbereitung. Du entwickelst dich zu einem Starspieler, Alex. Hör mal, ich muss los. Wir fliegen heute nach Chicago und ich mache noch Sightseeing. Was? Via Taxi? So ein Quatsch. Na komm. Komm schon. Okay, so. Oh. Ah, sieh dir das an. Tolle Aussicht, hä? Okay, MLS All-Stars in Chicago. Nicht leicht. Viele Topstars in der Liga. Hä? Woher willst du das wissen? Ja, weißt du, man kriegt was mit. Als Scout. Ich arbeite für Galaxy. Ich muss Geld verdienen. Fußball ist für mich alles. Ich dachte, du warst in England nach dem FA Cup-Finale. Ja, hab mich da nach neuen Spielern umgesehen. Aber ewig konnte ich da nicht bleiben, oder? Wer ist es? Ach, weißt du, nichts Wichtiges. Nur ein Mädchen. Ja, Mann.
Weißt du, Junge, der Schein trügt manchmal. Gewöhn dich da dran. Hast du uns ihretwegen verlassen? Alles okay bei dir? Ja, klar. Kann ich dich gleich zurückrufen? Ich bin in deiner. Wir zahlen gerade. Okay. Sind jetzt mit dem Harold Alex Vater, sind wir jetzt irgendwie in so ein Dinner gefahren. Aber Freunde, das war's jetzt für heute. Ich nehme jetzt die nächste Folge im Anschluss gleich auf. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.